Ja, heute steht eine Session an und ich will euch mal mitnehmen, so ein bisschen zeigen, wie ich meine Trainingseinheiten aufbaue. Wir sind heute insgesamt 8 Leute und ja, machen so ein paar spielerische Sachen, 2 gegen 2, 3 gegen 3. Auch immer wichtig und auch super, um die Ausdauer zu stärken. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit, wir fahren jetzt direkt zum Platz. Kann ich euch mal von oben diese geile Anlage zeigen, VfR Sölde, wirklich Respekt. Ja, ich mag es immer gerne, so ein bisschen früher hier zu sein. Ich bin auch derjenige, der die Trainingseinheit immer plant. Aber hier wird alles gelagert, was man braucht. Brauchen wir heute. So, Kraftteil ist aufgebaut hier, das Battle Rope. Und dann gibt es hier noch 3 Stationen. Bist du nicht dieser krasse Bochum, der 17-Spieler? Nee, ich bin gewechselt. Ach so, wohin? Ja, zu FC Iserlohn. Na gut, du bist jetzt 20, ne? Genau, jetzt bin ich 20, ja. So Leute, Aufwärmprogramm ist vorbei, 4 gegen 2 und einfach ein bisschen hochhalten. Beim Hochhalten geht es halt auch darum, die Gegner schwer anzuspielen. Verlierer muss immer laufen, jetzt machen wir kleine Passübungen und danach Kraftzirkel. Deine Einschätzung bis jetzt? Macht Bock? Mega. Richtig geil. Worauf freust du dich am meisten gleich drauf? Auf die Sprints und das Krafttraining. Nee. Jetzt machen wir ein paar Sprints, 4 Übungen, wieder 2er Gruppen, jeden Sprint einmal, also jeder macht nochmal 4 Sprints, bevor wir ins 3 gegen 3 gehen. So, jetzt Spiel 3 gegen 3, immer bis 3. Wenn man 3 Tore hat, schnicken wir. Und wenn 3 Leute dasselbe haben, sind die in einem Team. Also Teams wechseln nach jedem Spiel. Deswegen nicht verwirrt sein, wenn man das Team wechselt. Und let's go! We'll be right back.
War stark gehalten, ne? Bist du umgeknickt beim Halten oder was? Nee, ich bin mit dem Finger direkt so auf den Boden draufgestoßen. Ah, scheiße, ey. Leute, gute Besserung an den Jungen. Schreibt in die Kommentare. Kann er je wieder Fußball spielen? Na sicher. So, Leute, Keeper hat sich verletzt. Spiel reicht jetzt auch, war super anstrengend. Machen wir noch ein paar Abschlüsse. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. So, vorhin extra vorbereitet, so schmeckt Erfolg. Hat jetzt aufgehört zu regnen, wir sind aber trotzdem fertig. Das ist ganz cool, weil ich baue jetzt noch ein bisschen ab und dauert bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich was esse. Und dann ist es immer cool, schon mal ein paar Kohlenhydrate, ein bisschen Eiweiß zu bekommen, am besten hier als Getränk. So Leute, Trainingseinheit ist vorbei, war auf jeden Fall richtig krass und ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick gewinnen, wie meine Einheiten zumindest jetzt am Anfang der Reihe aussehen werden. Wichtig auch noch, das erste Ziel ist natürlich fit zu werden, das heißt ein bisschen abzunehmen, die Kondition steigern und auch ein bisschen Kraft dazu gewinnen, vor allem im Oberkörper Stabilität oder in den Beinen natürlich auch. Und dann wird es nach und nach immer härter werden, beziehungsweise mehr Sachen werden dazukommen. Ich werde dann auch irgendwann anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen und mal so ein paar besondere Einheiten zu machen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach mal abonnieren, die Reihe verfolgen. Es wird auf jeden Fall noch richtig krass werden. Das ist jetzt natürlich nur der Anfang. Und danke an So schmeckt Erfolg. Produkte, Link ist in der Beschreibung. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.